Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem Februar an. Es sind insgesamt 14 Bücher bei mir eingezogen. Ein bisschen Schuld daran ist nur der ein oder andere Geburtstagsgutschein, aber auch ein wunderbares Wanderpaket, was ja von der lieben Anka losgeschickt wurde. Da gab es ja letzte Woche auch ein Unpacking auf meinem Kanal und da sind ja auch 3 Bücher bei mir eingezogen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, denn dadurch, dass ich mich ja dann doch in der letzten Woche ein bisschen mehr bemüht hatte oder der vorletzten Woche, dann etwas dünnere Bücher zu lesen, habe ich ja zu den 14 Neuzugängen tatsächlich 17 Bücher gelesen oder gehört, wobei ich glaube, es auch 3, 4 Abbrüche in dem Monat gab, aber ich zähle die ja trotzdem irgendwie dazu, weil ich die Geschichten ja von meinem Sub befreit habe. Also alles im Rahmen, alles so, wie ich es mir ja eigentlich für dieses Jahr vorgenommen habe, dass mehr gelesen wird, als ich mir neu zulege. Auch die Relation ist eigentlich perfekt. Es sind 7 echte Bücher bei mir eingezogen, 5 E-Books und 2 Hörbücher. Perfekte Mischung, 50-50 haptisch und digital. Ach, es ist ja fast ein perfekter Monat. Ja, ich denke, wir starten auch einfach mit den Büchern. Wobei ich muss noch sagen, ein Buch ist als Geburtstagsgeschenk bei mir eingezogen und zählt nicht auf dem Sub. Das auf jeden Fall zum Schluss. Und alle Bücher findet ihr unten in der Infobox und auch mit einer Verlinkung über einen Thalia Partnershop. Ja, mache ich ja jetzt so, sag ich mal, diese Buch-Informationslinks. Wie wollen wir dazu sagen? Also wenn ihr Lust habt, schaut da auch gerne mal vorbei und ja, da könnt ihr auf jeden Fall euch ein bisschen umschauen. Der Monat begann mit einem Hörbuch und zwar Atme von Judith Merchant. Mir hat ja Schweig von der Autorin sehr, sehr gut gefallen und ich möchte jetzt den zweiten Thriller, was glaube ich ihr Debüt-Thriller war, jetzt unbedingt auch demnächst hören und ja, freue mich da definitiv drauf. Ich wollte ihn eigentlich noch im Februar hören, dann haben wir ja aber den John Mars gelesen, da komme ich später zu und ja, so viele Thriller bekomme ich im Monat ich aber sehr drauf und bin gespannt, ob mich die Autorin mit Atme ähnlich begeistern kann wie mit Schweig. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mal groß sagen, um was es in dem Buch geht, weil ich einfach das zweite Buch von ihr sozusagen einfach blind hören werde. Das klingt gerade ziemlich merkwürdig, aber ihr wisst, wie ich das meine. Dann ist ein Geburtstagsgeschenk noch nachträglich bei mir eingezogen und zwar Mythos von Stephen Fry, den man ja unter anderem auch als Schauspieler kennt. Mir ist letztens auch erst aufgefallen, ich glaube, er war ja bei Monty Python, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau, ich glaube, da hatte ich das irgendwo mitgekriegt. Und auch beim Hobbit spielt er in Teil 2 und 3, das fand ich ganz lustig. Genau, hier haben wir das, genau, mit dem Monty Python und ja, auf jeden Fall soll das ja ein sehr humorvolles Buch sein, was uns die Götter heute sagen wollen. Es ist der Auftakt, ich glaube, einer 3-teiligen Reihe, wenn ich das mitbekomme. Und ich habe das, glaube ich, bei Adriana gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Adriana ist zurzeit sehr, sehr oft schuld an Büchern. Und es soll wahnwitzig, klug, unglaublich komisch und amüsant sein. Es geht um Zügellosigkeit, Lebenslust, Mord und Totschlag, Triumph und Tragödie. Die griechischen Göttersagen sind wilder und wüster als das Leben selbst und bietet damit alles, was sich Leser wünschen. Stephen Fry lässt in seiner Nacherzählung die Götter mit uns sprechen, grandios und umwerfend komisch. Und ich glaube, wir brauchen gerade sehr, sehr viel Komik in unserem Leben und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Es sind noch ein paar Bilder drin und ich bin ja ein großer Freund der griechischen Götterwelt, Mythologie überhaupt, was so die früheren Zeiten angeht. Ich bin ja auch, ich sag mal, sehr beheimatet mit Ägypten und den dortigen früheren Kulten und finde es schön, jetzt hier einfach mal ja, in Richtung Griechenland, griechische Götter einzutauchen. Ja, freue mich drauf und hoffe, dass es hier ganz, ganz viel zu lachen gibt. Dann ist der besagte Thriller von John Mars bei mir eingezogen und zwar Ich vergesse nie. Ist, glaube ich, jetzt auch der dritte Thriller, den wir gemeinsam gelesen haben, neben den 3 Near Future Büchern, die es ja von John Mars auch gibt. Bei mir ist das eingezogen über Kindle Unlimited, also nicht wirklich als E-Book, sondern Kindle Unlimited. Wenn man hat, kann man dann ja kostenfrei so manches E-Book auch lesen. Es ist dann eben im Paket, was man bezahlt, enthalten. Und ich habe jetzt noch den ganzen Februar über so ein relativ günstiges Paket, ich glaube irgendwie 4 Monate für je
waren das 1,99? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und da haben wir jetzt den Februar noch genutzt und dieses Buch auch gelesen. War ein wirklich sehr toller Thriller, hat auch so ein bisschen sich anmuten lassen, weil wir hier eben einen Mörder haben, der eben ja Sachen nicht vergisst, so ein bisschen vielleicht auch auf einen Rachefeldzug geht und wir eben dann erstmal so ein bisschen überprüfen müssen oder erfahren, was diese verschiedenen Morde sozusagen miteinander zu tun haben. Und wir begleiten hier auch eine Polizistin, die an diesem Fall mit jetzt arbeitet und es gibt auch einen Super Recognizer und ja, sehr, sehr spannender Thriller habe ich, glaube ich, in der letzten Bücherwoche, so müsste es sein, vorgestellt. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da ja meine Meinung zu hören wollt. Dann war ich ja letztes Jahr im Leigh Bardugo-Fieber und auch hier ist Adriana schuld. Gleich muss man eine Rechnung an die liebe Adriana Popescu schicken. Die hat nämlich von Leigh Bardugo auch das 9. Haus gelesen und das ist jetzt auch als E-Book bei mir eingezogen. Einfach, ja, ich habe die Grischa-Reihe hier. Sollte das jetzt ein Highlight sein, denn es hat, glaube ich, soweit ich weiß, nichts mit dem Grischa-Universum zu tun, sondern ist eine eigenständige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie an der Schule gespielt hat, bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Das habe ich mir als E-Book geholt und da mir einfach der Schreibstil von Leigh Bardugo so gefällt und ihr Worldbuilding und ihre Charaktere, freue ich mich hier auf einen neuen Lesegenuss von ihr. Lange, lange auf der Wunschliste ist Skywalk, der Ruf der Sterne von Brandon Sanderson. Ja, Brandon Sanderson und ich. Ich habe ein Buch hier irgendwo im Hintergrund liegen, Die Kinder des Nebels. Und eigentlich habe ich gedacht, Steffi, das liest du zuerst, bevor du die neue Reihe von ihm beginnst. Hier haben wir eine Reihe, die, glaube ich, eher so ein bisschen in die junge Erwachsene-Reihe geht. Auch Fantasy mit Science-Fiction so ein bisschen mischt. Und wir eben auch wieder irgendwie, so ist das wohl bei Brandon Sanderson des Häufigeren, im Weltraum unterwegs werden. Und das klang so gut und ich habe jetzt auch schon verschiedenste Stimmen so ein bisschen schwärmen hören und der zweite Teil ist wohl jetzt auch schon da und es gibt wohl auch irgendwie Novellen dazu und dann glaube ich noch einen abschließenden dritten Teil, ich bin mir aber da nicht ganz sicher und mich hat das einfach so angelächelt und dann ist es als E-Book ja einfach mal bei mir eingezogen. Ja, ich konnte nicht anders und dachte, ja, ich freue mich jetzt, dass ich das Buch von der Wunschliste befreit habe und hoffe, dass ich dann damit auf jeden Fall auch demnächst starten werde. Und die Kinder des Nebels sind aber nicht vergessen. Sie stehen ja auch auf der Rache des Sub-Liste sozusagen. Also ja, muss demnächst auf jeden Fall mal auch angegriffen werden. Auch ein Buch, was ich vermehrt so ein bisschen auf BookTube und Bookstagram gesehen habe, ist Die Katzen von Shinjuku. Und das Buch ist von Durian Tsukegawa. Ich hoffe, man spricht das so aus. Und es geht hier um Katzen. Es ist ein schönes Cover und ich habe positive Stimmen gehört. Und das war Anlass genug, um es als E-Book bei mir einziehen zu lassen. Ja, wie das eben manchmal so ist, auch ich kann dann nicht widerstehen und ich lese gerne Geschichten mit, über, von Katzen, wie auch immer. Es ist überhaupt schön, wenn man Geschichten eben einfach von Tieren liest und ja, das Zusammenspiel mit Menschen und ich bin hier auch einfach super neugierig und wie ihr merkt, ich habe mich da wirklich auch jetzt bei den 2-3 Büchern gar nicht so um den Klappentext gekümmert, weder bei Bardugo noch bei Sanderson, noch jetzt bei den Katzen. Das sollten wir unbedingt ändern, aber es ist manchmal so ein Impuls und dann sieht man ein Buch wirklich häufiger und dann hört man wirklich Positives dazu und dann bleiben einem eigentlich nur diese positiven Erinnerungen in Erinnerung, diese positiven Worte in Erinnerung und ja, dann ist schon manchmal egal, um was es geht, wenn so die richtigen Knöpfe bei einem angeschalten wurde, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das nächste Buch, ja, ist mir tatsächlich merkwürdigerweise einige Male innerhalb kürzester Zeit über den Weg gelaufen, und zwar Die Kunst zu leben von Bob Proctor. Der ist wohl manchen ein Begriff, der schon das Buch The Secret kennt. Ich glaube, da hat er, sowohl im Film was mitgestaltet, als auch was die Vorträge und Ähnlichem angeht. Und das Buch, soweit ich weiß, ist jetzt tatsächlich eigentlich auch schon etwas älter und es hat mich irgendwie gefunden. Und es ist von 2015 ursprünglich. Und mir ist das irgendwie über den Weg gelaufen und auch Bob Proctor wurde mir irgendwie auf YouTube angezeigt. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Und da habe ich mir mal so einen Vortrag angehört und dachte, boah, das ist ja eigentlich spannend. Und dann ist mir dieses Buch vermehrt auch auf Instagram über den Weg gelaufen. Aber nicht als Werbung, sondern dass das Leute in meiner Bubble, sag ich mal, gelesen haben, sich besorgt haben, es empfohlen haben. Und dann dachte ich, irgendwie kann das kein Zufall sein. Und es heißt hier so schön, man soll Bob Proctor zu seinem persönlichen Mentor nehmen.
Es gibt hier verschiedenste Lektionen, zum Beispiel, wie sich unsere Wünsche an das Leben erfüllen, wie negative Denkmuster beseitigt werden und das Gehirn auf Erfolg programmiert wird und wie sie maximal effizient handeln. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein größter Punkt, aber ich fand das so interessant, einfach mal so ein bisschen, ja, einfach sich mal wieder vielleicht den Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich fand auch die Lektionen ganz spannend. Es ist keine Frage des Geldes, dann hier tanzen, bis es regnet, kontrollieren Sie nur eins, Sie müssen nicht alles machen, Sie haben es doch schon, Sie sind die Summe Ihrer Gedanken. Also ich fand das super spannend und bin hier wirklich super neugierig, was mich erwartet. Ich habe vor Jahren auch The Secret gelesen, den Film kenne ich nicht, ich glaube aber, der ist wahrscheinlich sogar über Netflix zu erhalten. Aber manchmal muss man, wenn man so ein Zeichen bekommt, auch irgendwie darauf reagieren. Und das möchte ich jetzt dann auch im März lesen und bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was diese Zeichen mir sozusagen mitgeben wollten. Das Buch ist mir einige Male angezeigt worden, und zwar Prison Healer, der erste Band, Die Schattenheilerin von Lynette Noni, ein Buch, was für mich im Februar wirklich ein Highlight war. Und ich habe es ja auch zum Hörgenuss ausgerufen. Also dementsprechend habt ihr mich jetzt schon öfter davon schwärmen lassen. Wir haben hier eine Jugenddystopie, die ja schon sehr düster ist, die auch brutale Szenen hat, die in einem Gefängnis spielen, wir eine Heilerin hier verfolgen und die dann eben eigentlich jemanden retten soll, der dann an so einem Urteilsspiel teilnehmen soll, und sie hat da aber einfach andere Pläne. Und wir haben wirklich eine wahnsinnig tolle Welt, die zwar nur im Gefängnis spielt, aber so dieses Zusammenspiel, was ist draußen, was ist drin, wie tickt unsere Protagonistin, die ich wirklich sehr sympathisch fand, echt fand, die auch für mich wirklich die perfekte Rolle als Heilerin eingenommen hat. Und ich habe das Buch gehört, liebäugle aber schon damit, es auf jeden Fall, wenn mir Band 2 und vielleicht auch 3 dann gut gefällt, vielleicht tatsächlich, dass es auch im Regal landet. Der zweite Band gefällt mir optisch, zumindest wie er im Englischen aussieht, besser. Mich hat es wirklich umgehauen. Also ich fand das wirklich ein Buch, das ich so mit Nevernight und Size und ja so ein bisschen einreihen kann, vielleicht tatsächlich auch so von dem etwas düsteren, definitiv passt es zu Jay Christoph, es passt zu Leigh Bardugo, es passt zu V.I. Schwab. Also man darf da nicht ganz so zart beseitet sein, es ist schon manchmal sehr brutal, und weil man hier eben auch ein bisschen jüngere Protagonisten hat, aber ich fand es wirklich mega. Also es war ein überraschendes Highlight, und das hat mich wirklich sehr angesprochen, ist mir auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, und dann dachte ich so, ab zum Hörbuch, und das hole ich mir und habe es dann auch direkt gehört. Es hat gar nicht lange auf dem Sub verweilt. Dann habe ich zum Geburtstag ja das Buch von Joey Kelly geschenkt bekommen, History des Körpers. Und da mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich gesehen, dass er auch ein Buch über eine Amerika-Reise geschrieben hat. Und das heißt eben America for Sale, von L.A. nach New York, ohne Geld, in weniger als 3 Wochen einmal quer durch die USA. In seinem ersten Buch ist er ja durch Deutschland gelaufen, von Nord nach Süd, unter ähnlichen Bedingungen. Und jetzt läuft er eben im Grunde von West nach Ost. Hier sind auch wieder einige an Bücher drin. Und ich habe ja am ersten Band so ein bisschen oder am ersten Buch ein bisschen kritisiert, dass mir das zu viel Geschichte rund um die Kelly Family war, dass ich mir mehr gewünscht hätte, mehr von der Natur und von dem Weg zu erfahren. Und ich hoffe, dass das jetzt hier so in Amerika ein bisschen mehr im Vordergrund gerückt ist und man hier wirklich viel von den Wegen, die er geht, erzählt bekommt. Auch die Thematik mit dem ohne Geld. Es ist natürlich in den USA noch schwieriger vorstellbar als in Deutschland, aber da freue ich mich drauf, habe ich über Tauschticket ertauscht und habe mich da sehr gefreut, das dort zu ergattern. Und dann gab es das berüchtigte Tauschpaket von der lieben Anka, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und hier sind 3 Bücher bei mir eingezogen. Das Unpacking packe ich euch auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, was ich dafür auch abgegeben habe und welche anderen Bücher drin waren. Und wenn ihr Lust habt auf so ein Wanderpaket und so ein Tauschpaket, dann meldet euch gerne bei der lieben Anka. Die freut sich, wenn sie da für die nächsten Staffeln, die da anstehen, das ist ja immer, geht ja immer weiter, immer
immer weiter. Irgendwann landet es dann natürlich bei Anker und dann geht es im Grunde von neuem los. Dann könnt ihr euch da gerne melden und einfach mal mitmachen. Das erste Buch ist Cure von Christina Dalcher. In dieser Welt ist Perfektion alles. Von Christina Dalcher war das Buch Vox, was ich damals, soweit ich weiß, gut fand, aber so 2, 3 Kritikpunkte hatte. Da ging es ja darum, dass, glaube ich, Frauen nicht sprechen durften. Und hier geht es eben auch um eine verzweifelte Mutter in einer Welt, in der Perfektion alles ist, die gegen das System und für ihre Tochter kämpft. Und es soll wohl besonders für Fans von der Report der Markt sein. Und das Buch fand ich ja auch richtig, richtig gut und hat mich ja auch nachbleibend beeindruckt. Und dementsprechend freue ich mich auf Q. Hatte ich auf der Wunschliste oder so in Gedanken, hatte ich das schon gesehen und war umso erfreuter, als das Buch dann in diesem Paket enthalten war. Dann ein Wohlfühlroman, Honigherzen von Mina Teichert. Hat mir optisch gefallen. Ich mag so Sommerromane sehr gerne, wirklich im Frühlingssommer im Garten liegend, einfach mal an einem Sonntagnachmittag weggelesen. Und es heißt ja auch so schön, don't worry, be happy. Und es geht um einen verträumten Bauernhof auf dem Land mit Obstgarten, Bienenstock und eigenem Hofladen. Und das wünscht sich Leni eben von Herzen und sie wagt dann eben einen Neuanfang. Doch es gestaltet sich alles etwas schwerer als gedacht, denn es gibt eine eingeschworene Dorfgemeinschaft und das ist dann wohl alles gar nicht so einfach. Aber Leni ist sich sicher, dass die Zukunft honigsüß sein kann. Und das klingt einfach wirklich nach einer wunderbaren, kurzweiligen Lektüre, die einem so ein wohliges Gefühl gibt. Und da freue ich mich dann auch einfach drauf, wenn es denn Sommer wird und man dieses Buch dann lesen kann. Und dann ein Buch, Das Blut des Taco von Martin und Maro Klaus. Das Buch hat mich ja wahnsinnig angesprochen, weil es hier auch so schön heißt, ein nicht alltäglicher Fantasy-Thriller aus dem Japan der magischen Traditionen. Denn wir sind hier eben in Japan und in das Dorf Inoki verschlägt es die junge Saya mit ihrer Familie. Hier gibt es aber nichts außer Wind und ihr Vater soll in einem Windkraftwerk arbeiten. Doch so richtig willkommen ist die Familie dort nicht. Denn die Dorfbewohner fiebern den Drachenkämpfen entgegen und es gibt dann eben 4 rätselhafte Drachenbauer, die ein tödliches Geheimnis verbergen und Saya soll hier an einem Duell teilnehmen, wo sie eigentlich nicht gewinnen darf. Das klingt super, super spannend. Wir haben hier ein Autorenpaar. Er ist aus Deutschland und sie aus Japan und ich glaube, dass das wirklich eine authentische und spannende Lektüre sein kann und freue mich da sehr, dass das in diesem Paket enthalten war. Ja, so langsam nähern wir uns dem Ende. Ich glaube, es sind jetzt noch 2 reguläre Bücher. Richtig, zum einen der Salzpfad von Raina Wynn. Habe ich ebenfalls über Kindle Unlimited mir geholt, auch direkt zurückgegeben, denn das habe ich nach 40% abgebrochen. Dazu kommt jetzt am Wochenende die Bücherwoche. Man muss da ein bisschen mitdenken. Das habe ich zusammen mit der lieben Caro und Miri gelesen, denn Miri hatte vom Kanal MJ Liest, hat in ihrem Adventskalender, da hat sie ihre Subbücher unter anderem gezeigt, da hatte sie das vorgestellt. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe das schon so lange auf der Wunschliste, man hört aber so viele unterschiedliche Stimmen. Aber lass uns das vielleicht gemeinsam lesen. Dann hat sie auch noch die liebe Caro mit dazu gesellt und wir haben das dann angefangen und irgendwie war das nicht unser Buch. Also ich kann die kritischen Stimmen durchaus verstehen, die positiven, dass das Highlight ist, dass das inspirierend ist, motivierend, das habe ich irgendwie nicht spüren können. Aber es geht hier im Grunde um ein Ehepaar, so um die 50, die alles verlieren und die sich dann auch an Englands bekanntester und längster Küstenpfad auf den Weg machen zu wandern. Das sind über 1000 Kilometer. Man kann sich das auch mit Bildern wirklich wunderschön im Internet auch einfach mal anschauen. Und die beiden haben nichts mehr, stehen im Grunde komplett vor dem Ruin und beschließen, diese Wanderung zu nehmen, um dort dann ihre Zukunft zu planen. Der Mann wird aber vorher krank oder besser gesagt wird ihm vorher etwas diagnostiziert, etwas Unheilbares. Und da beschließen jetzt einfach diese Wanderung zu machen und packen dann Rucksack und los geht's. Ohne viel Geld, mit wenig Ausrüstung ich hätte mir das vielleicht, also ich glaube, dass man an zum Beispiel den Jakobsweg, ich bin da mal weg, von Harpe Kerkeling nicht irgendwie groß rankommt. Aber so ein bisschen Inspiration, Motivation, positive Gedanken hätte ich mir einfach erwartet, was einen zu diesem Weg
im Grunde überhaupt reizt, den zu laufen? Wie ist die Umgebung? Wie ist dieser Weg? Wie ist dieser Pfad? Was hat er Besonderes? Was sieht man? Wem trifft man? Welche Dörfer begleitet man? Man hat das zumindest bis zu den 40%, wo ich gelesen habe, so ganz am Rande immer mal mitbekommen. Aber es war schon viel Merkwürdigkeit der Charaktere, besonders von ihr, also der Autorin. So eine Schusseligkeit und eine Übernaivität und ach, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie nicht gut. Also es konnte mich nicht mitnehmen, auch der Sprachstil war alles andere als schön und ja, es war leider nicht meins. Dann kommen wir zum letzten Buch und auf das habe ich mich besonders gefreut und ich habe es in der Special Bücherbüchse, ja, Ausgabe mir vorbestellt. Und zwar Roxy, ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz von Neil and Jared Schusterman. Ich bin ja seit Size wirklich ein großer Fan von Neil Schusterman und ich mochte ihn auch in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Jared, als sie beide Dry geschrieben haben. Auch das Buch fand ich richtig, richtig gut. Hier haben wir ein wunderschönes Cover und das muss eben auch Erwähnung finden. Und bei der Bücherbüchse gibt es ja immer besondere Bücher mit einem wunderschönen Buchschnitt. Und ja, das haben wir in diesem Falle auch. Also richtig, richtig cool. Ich kann noch nicht sagen, ob ich diesen Hype mit diesen bunten Buchschnitten, ob das was ist, was ich tatsächlich gut finde, was ich mehr möchte. Ich finde es ganz schön, wenn es denn so ist oder in dem Fall, dass ich sage, okay, ich hätte mir das Buch sowieso als echtes Buch geholt, warum nicht? Aber ob ich so diesen Hype da so verstehen kann, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also ist euch so ein Gimmick irgendwie wichtig? Findet ihr, das ist jetzt so das Neueste, dass man eben neben dem schönen Cover jetzt auch noch einen coolen Buchschnitt hat? Ich würde mir ja wünschen, dass man vielleicht einfach den Buchrücken dann einfach schöner gestaltet. Aber ja, am Ende würde es auch so im Regal stehen und auch alles fein. Also könnt ihr mir gerne mal eure Gedanken sagen, wie ihr so zu bunten oder besonderen Buchschnitten steht. Ja, mir hat das, also man weiß ja vorher nicht, wie der Buchschnitt aussieht. Ich finde das aber auch sehr, sehr gelungen mit diesen ja, Tablettenkapseln sozusagen. Denn es geht hier eben um Roxy und sie ist ja überirdisch schön und ihr begegnet Isaac und er ist direkt in den Bann gezogen. Er fühlt sich lebendig wie nie, alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Doch was ja, Isaac nicht ahnt, ist, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern sie ist eine Droge, hergestellt in einem Labor, machthungrig und auf der Suche nach ihrem ersten echten Opfer. Und sie will endlich beweisen, wie tödlich sie ist. Also ich finde auch dieses Cover mega. Also es klingt nach einer wahnsinnig tollen, spannenden Geschichte, dass wir hier im Grunde die Droge haben, die uns die ja im Grunde mal eine Perspektive zeigt, wie sie funktioniert. Finde ich mega, mega spannend und ich bin hier auch schon fleißig am Lesen und werde da auf jeden Fall in der kommenden Bücherwoche mehr dazu erzählen können. Ja, ich glaube aber dem Spiegel-Bestseller, das muss man auf jeden Fall hier noch an. Nicht perfekt, aber es sieht auch auf jeden Fall viel besser aus. Ja, Roxy, ja, ich freue mich auch wirklich, dass ich es mit diesem Special-Buchschnitt bekommen habe und als es bei mir angekommen ist, wurde es direkt in die Hand genommen und gelesen und in der nächsten Bücherwoche dann auf jeden Fall mehr dazu. Ja, das waren sie jetzt, die 14 neuen Bücher und ja, tatsächlich eine schöne Mischung und dann habe ich noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekommen von meiner lieben Freundin der Anka, die ja im Einhorn Verlag arbeitet und da bin ich über ein Buch gestolpert, Oh Mother at Home, das Café-Feeling für zu Hause. Und das, ach, das sieht schon so, so, so schön aus. Und das Buch zählt nicht auf dem Sub, weil ich das bei Koch- und Backbüchern, also das möchte ich nicht. Aber ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich es so schön gestaltet finde. Ich bin jetzt nicht jemand, der sehr viele Koch- oder Backbücher besitzt, aber die Optik war hier einfach so, so, so schön. Und ja, das finde ich wirklich toll. Und man hat hier verschiedenste Rezepte eben, ja, für zum Beispiel, wir haben hier einen Matcha Latte, einen Cold Brew Coffee, es gibt Cashew-Weiß-Schokolade-Cookies, oh, wie toll. Mich hat hier etwas mit Bounty angelächelt, ein Buttermilch-Zitronenkuchen, ein Lavendelkuchen, oh, auch sehr fein, Pina Colada-Kuchen, ja, hier der Bounty-Cake.
Also der hat mich direkt angelacht. Da werde ich jetzt auch nochmal die Karte von der lieben Anka mit reinlegen, dass ich das wiederfinde. Ja, ein wunderbares Buch, was mir von der lieben Anka zum Geburtstag jetzt geschenkt wurde, was ich mir aussuchen durfte. Und ich total happy bin, dass ich jetzt kochen, backen kann. Also wahrscheinlich mehr backen als kochen, aber da freue ich mich richtig drauf. Zum Teil gibt es auch vegane Rezepte, die sind dann auch separat gekennzeichnet und es wird auch kurz erklärt, warum die Autorin, so wie ich das verstanden habe, das auch gemacht hat und unterstützt. Und finde ich richtig, richtig toll. Super schöne Aufmachung. Und da packe ich euch auch die Verlagsseite mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch da vielleicht auch noch andere Kochbücher irgendwie interessieren. Und ja, das waren sie jetzt, die Neuzugänge aus dem Februar. Doch allerhand dabei, auch schon ein paar Bücher gelesen, andere Bücher, die es dringend, die dringend gelesen werden wollen. Und ich bin ganz zufrieden. Ich finde Neuzugänge ja immer gut und freue mich besonders, dass der Monat so gut gelaufen ist und ich zumindest jetzt in diesem Monat meinen Vorsatz so ein bisschen einhalten konnte. Und wenn das so weitergeht, Mensch, da kommen wir doch richtig mal Richtung Subabbau. Also wenn das so, man muss sich ja mal überlegen, wenn das jeden Monat so wäre, da wären wir bei knapp etwas über 30 Bücher im Jahr, die man dann tatsächlich abgebaut hätte. Das gar nicht so verkehrt. Im März, glaube ich, erscheinen ein paar mehr Bücher. Da muss ich mal so ein bisschen schauen. Also zumindest an Neuerscheinungen. Aber es gibt ja durchaus auch immer mal Monate, wo nicht ganz so viele Neuerscheinungen sind. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ja, das war's jetzt von mir. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch auch bei euch eingezogen. Lasst mich das gerne wissen. Erzählt mir gerne, was ihr so über die bunten, besonderen Farbschnitte denkt. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.